Margarete Rochol und Alice Barbe haben ihre Entscheidung für den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich bereits getroffen. Die eine wählt für die andere. Rochol ist Deutsche und darf in Frankreich eigentlich nicht wählen. Barbe hingegen ist Französin. Sie will die Entscheidung, welche Stimme sie bei der Präsidentschaftswahl abgeben wird, Rochol überlassen. Ich arbeite hier, zahle hier meine Steuern und nehme am Leben teil. Ich engagiere mich in einem Verein. Mein Leben unterscheidet sich nicht besonders von dem vieler Franzosen. Trotzdem kann ich nicht am politischen Leben teilhaben. Meine Stimme zählt nicht. Das wollte ich ändern. Ich bin eigentlich weder Nichtwähler noch unentschlossen. Für mich ist das ein politischer Akt, meine Stimme abzugeben. Die beiden haben sich über die Internetplattform Alter Votant kennengelernt. Thomas Bertaigne hat das Projekt mitgegründet. Es gibt Aktivisten, die sich für Ausländerwahlrecht einsetzen. Es gibt Unentschlossene, Enttäuschte, Politikverdrossene und Menschen, die sonst einen leeren Stimmzettel abgegeben hätten, aber die Idee sehr gut finden. Etwa 500 Wähler haben sich auf der Internetseite eingeschrieben, um ihre Stimme an einen Nicht-Franzosen abzugeben.